Wenn es um Schulregeln und Vorschriften geht, hat jedes Land natürlich seine eigenen. Die japanischen Schulen stechen mit ihren Regeln allerdings etwas hervor, denn die sind größtenteils, zumindest in unseren Augen, echt bizarr und seltsam. Einige der verrücktesten wollen wir euch heute in diesem Video vorstellen. Hier sind 10 schockierende Fakten über Schulen in Japan. Los geht's! Hausmeister. Wer kennt es nicht? Wir lassen als Schüler täglich Papier in der Schule liegen, laufen mit dreckigen Schuhen im Klassenzimmer rum oder entsorgen das ein oder andere Kaugummi unter der Tischkante. Und trotzdem ist am nächsten Morgen das meiste wieder sauber. Wem wir das zu verdanken haben? Na, natürlich den Reinigungskräften und dem Hausmeister, die meistens noch nach der Schule stundenlang Klassenräume, Mensa und die Toiletten putzen und defekte Dinge reparieren. Japanische Schulen hingegen kommen auch ohne diese Hilfe Kräfte aus. Und trotzdem ist bei ihnen alles sauber. Wie das funktionieren soll? Schließlich hinterlassen auch die Schülerinnen und Schüler in Japan ab und zu mal Dreck. Ganz einfach. Hier sind die Schüler einfach selbst für die Reinigung ihrer Klassenräume, Flure und Badezimmer verantwortlich. Während bei uns in den Schulen Unterrichtsschluss auch wirklich das Zeichen dafür ist, endlich nach Hause zu gehen, müssen die Schüler in Japan noch Zeit mit Wischen, Abstauben und der Tafelreinigung verbringen. Was in unseren Augen jetzt vielleicht ätzend klingt, soll den Mädchen und Jungs aber beibringen, selbst Verantwortung zu übernehmen. Außerdem sparen sich die Schulen so die Bezahlung für mehrere Reinigungskräfte. Beziehungsverbot. Viele von euch haben bestimmt ihre erste große Liebe während der Schulzeit gefunden. Okay, die Beziehung mag zwar nicht immer lange gehalten haben, aber zum Erfahrungen sammeln war es doch ganz nützlich. Und seien wir doch mal ehrlich, häufig hat man in dem Alter ja eh andere Interessen, als sich nur aufs Lernen zu konzentrieren. In Japan wird genau das allerdings von den Schülern vorausgesetzt. Eine Beziehung zu haben ist hier strengstens verboten. Umgeht man das Verbot und man wird von einem der Lehrer erwischt, gilt es erstmal fiese Strafen. Das gleiche gilt übrigens nicht nur für Beziehungen, sondern auch für das Küssen und sogar Umarmen. Das Hauptaugenmerk der Schüler soll einfach auf ihrer Ausbildung liegen, denn laut Lehrern an japanischen Schulen sind die Schüler zu jung, um über Beziehungen nachzudenken. Uniformen. Bei uns in Europa ist sie nur noch selten anzutreffen. In Japan jedoch immer noch Tradition. Die Schuluniform. Im Land der aufgehenden Sonne tragen Mädchen und Jungen landesweit an ihren Schulen die gleiche Garderobe. Und das von der ersten Klasse bis zum Schulabschluss. Auch wenn einige Grundschulen noch keine Uniform fordern, gehört die für Schüler in Mittel- und Oberschule zum Alltag in Japan. Für die Schüler sei das übrigens keine Strafe, sondern eine langjährige Tradition, die sie mit Stolz tragen würden. Während die Jungs häufig lange schwarze oder dunkle Anzüge mit goldenen Knöpfen und einem weißen Stehkragen tragen, kleiden sich die Mädels in Japan schon seit Jahrzehnten mit einer Art Matrosenanzug, der auf der Vorderseite häufig mit einer kleinen Schleife bestickt ist. Neben dem Oberteil gehört auch ein Rock zu dem traditionell weiblichen Outfit. Während die ersten Röcke vom Matrosenanzug fast bis zum Boden reichten, tragen die meisten Schülerinnen heute Faltenröcke, die man schon fast mit Miniröcken vergleichen könnte. Was ja irgendwie erstaunlich ist, bei den sonst so strikten Regeln im japanischen Schulsystem. Als einziger Ausdruck der Persönlichkeit dienen nur die Socken, die zwar im Grunde auch zur japanischen Schuluniform dazugehören, meistens aber keiner genauen Regelung unterliegen. Wichtig ist nur, dass sie bis zu den Knöcheln oder den Knien reichen. Japanische Mittelschulen erlauben übrigens nicht mal Ohrringe oder Halsketten. Viel mit Individualität ist hier also nicht. Selbstverteidigung. Sollte jemand Fremdes mit schlimmen Absichten ins Schulgebäude eindringen, ist das erste, was uns von den Lehrern immer beigebracht wurde, die Tür abzuschließen und sich unter den Tischen oder in einer Ecke zu verstecken. Das ist wahrscheinlich auch die etwas sinnvollere Variante, doch trotzdem läuft dieses Szenario in Japan komplett anders ab. Wenn hier jemand Unbefugtes die Schule betritt, um anderen Personen zu schaden, dann ist Angriffsmodus bei den Schülern angesagt. Dafür hängt in jedem Klassenzimmer mindestens ein sogenannter Satsumata, den man ungefähr mit einer Sperrgabel vergleichen könnte. Er soll den Schülern und Lehrern bei der Selbstverteidigung gegen den unerwünschten Eindringling unterstützen. Dafür nehmen die japanischen Schülerinnen und Schüler sogar extra Selbstverteidigungsstunden, um den perfekten Umgang mit dem Satsumata zu lernen. Hier sollte man sich also dreimal überlegen, ob ein Einbruch Sinn macht. Es könnte nämlich passieren, dass eine Bande von Kindern mit Sperrgabeln auf dich zugelaufen kommen.
Vertretungslehrer. Mal ehrlich, wer von euch freut sich nicht auch jedes Mal, wenn der eigene Lehrer krank ist und der Vertretungslehrer einen betreut? Das heißt in den meisten Fällen nämlich Filme gucken, am Handy spielen oder mit den Freunden quatschen. In Japan sieht das allerdings ganz anders aus, denn hier gibt es sowas wie einen Vertretungslehrer nicht. Doch, Achtung, bevor jetzt Neid aufkommt, japanische Schüler tanzen ohne Lehrer trotzdem nicht wild auf den Tischen herum. Von ihnen wird nämlich erwartet, dass sie den ganzen Tag ruhig an ihren Tischen sitzen und ihre Aufgaben machen, sollte ihr Lehrer fehlen. Das Krasse an diesem Fakt, sie tun es wirklich. Denn sich einen Fehltritt erlauben oder wegen einem schlechten Verhalten auffallen, will hier aus Angst vor den Konsequenzen wirklich niemand. Urlaub. Egal ob beim Fußball, Theater oder in der Schreib-AG. Es gibt auch bei uns genügend Gruppen, in denen sich die Schüler nach Unterrichtsschluss engagieren können. Doch während das bei uns eher Einzelfälle sind, ist fast jeder japanische Schüler in außerschulischen Aktivitäten involviert. Die finden in Japan nicht nur nach der Schule statt, sie gehen auch häufig in den Ferien weiter. Egal ob in Sportmannschaften, Forschungsteams oder Kunstprojekten. Hier wird sich noch so richtig beteiligt. So richtig Urlaub können die Kinder in Japan aber ohnehin nicht genießen, denn ihre Sommerferien sind nur halb so lang wie unsere und häufig gibt es noch eine Menge Hausaufgaben obendrauf. Das Schuljahr beginnt übrigens im Gegensatz zu unserem in Europa erst im April und endet im Mai. Hier ist also fast das ganze Jahr über nur Lernmodus angesagt. Sitzen bleiben. Für ihren Fleiß das ganze Jahr über gibt es trotzdem eine kleine Belohnung. In japanischen Schulen kann man nämlich nicht sitzen bleiben. Während die Schüler mit durchgehend schlechten Noten bei uns ein Jahr wiederholen müssen oder zumindest zur Nachhilfe gehen sollten, schafft es in Japan jeder Schüler automatisch in die nächste Jahrgangsstufe. Auch wenn das vielleicht erstmal klingt wie ein Traum, in der Realität sieht das Ganze etwas anders aus. Denn der soziale Druck, gute Noten zu haben, ist in Japan ohnehin schon hoch genug. Haare. Kurze, lange, braune, rote oder sogar grüne Haare. In Sachen Haarstyling können wir Schüler hierzulande uns richtig austoben. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt und jeder kann auf dem Kopf tragen, was er eben möchte. Wie ihr euch jetzt bestimmt schon denken könnt, ist das in Japan nicht der Fall. Hier sind die Jungen gezwungen, fast alle denselben langen Haarschnitt zu tragen. Die Idee, seine Haare mit Gel nach oben zu machen, hat hier wirklich keiner. Und auch alle anderen Frisuren und Stylingprodukte sind strengstens verboten. Bei den Mädels sieht das in der Regel ein kleines bisschen anders aus, denn sie haben zwar frisurentechnisch etwas mehr Spielraum, dürfen sich dafür aber auf keinen Fall die Beinhaare rasieren. Skurril, oder? Doch es geht noch krasser. Es gab nämlich mal einen Fall, in dem eine japanische Schülerin ihre Schule verklagte, weil die sie gezwungen hatte, ihre Haare zu färben. Viele Japaner haben ja von Natur aus dunkle bis schwarze Haare, doch dieses Mädchen passte mit ihren dunkelbraunen Haaren einfach nicht in die Norm. Getreu dem Motto, was nicht passt, wird passend gemacht, musste sie sich ihre Haare also schwarz färben, woraufhin sie einige Schäden an ihrer Kopfhaut davon trug und anschließend vors Gericht zog. Mittagessen. Es gibt doch nichts Besseres, als nach stundenlangem, super anstrengendem Unterricht in die liebevoll geschmierte Stulle von Mama zu beißen. Doch auch hier können die Japaner wieder nicht mitreden. Denn Essen von zu Hause mitbringen ist hier strengstens untersagt. Die Schülerinnen und Schüler bekommen ein festes Gericht von der Schule gestellt. Viel Auswahl gibt es allerdings auch nicht. Denn die eine Mahlzeit muss von allen gegessen werden. Ansonsten droht auch hier wieder eine Strafe. Verzehrt wird das Ganze übrigens nicht wie bei uns üblich in der Mensa. Sie haben nämlich gar keine. Die Kinder essen in Japan in ihrem eigenen Klassenraum. Und ganz ehrlich, die Vorstellung, nicht mal in der Mittagspause aus diesem Raum flüchten zu können, ist irgendwie erschreckend, oder nicht? Farbe der Unterwäsche. Dass es in Sachen Kleiderordnung in japanischen Schulen recht wenig Vielfalt gibt, haben wir jetzt schon gehört. Doch momentan wird wieder über eine neue Auflage diskutiert, die all das nochmal übertrifft. Im vergangenen Jahr hat man nach einigen Beschwerden, bei denen von Menschenrechtsverletzungen die Rede war, festgestellt, dass einige Oberschulen von ihren Schülern gefordert haben, dass die Farbe ihrer Unterwäsche einheitlich sein soll. Ziemlich krass, oder? Außerdem soll es Regeln gegeben haben, dass die Schüler erst die Erlaubnis
Erlaubnis der Schule brauchten, um zu verreisen oder wenn sie eine Nacht nicht zu Hause schlafen würden. Sogar wenn es um die Freizeitgestaltung ging, mussten sich erst einige Schülerinnen und Schüler das Okay ihrer Lehrerin einholen. Zwar wurden diese Regeln jetzt größtenteils abgeschafft, wie wir gehört haben, gibt's aber immer noch genügend Vorschriften, die in unseren Augen längst als altmodisch gelten. Oder was meint ihr? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Ansonsten kommt ihr hier noch zu einem weiteren Video und daneben könnt ihr den Kanal abonnieren.